Vor ein paar Jahren ist mir im öffentlichen Raum öfters das Wort wir begegnet, auch in politischen Debatten und dann immer vermehrt auch in Jobanzeigen, vor allen Dingen auch immer groß geschrieben. Und dann habe ich angefangen, so Jobanzeigen zu sammeln und habe mich gefragt, kann ich ein Teil dieses Wirs werden, und bin dem einfach nachgegangen. Also ich habe mich angefangen zu bewerben und habe gemerkt, dass ich gar nicht einfach mehr mich normal bewerben kann, sondern dass ich ein digitales Ich kreieren muss. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin zu Fotografen, Fotografen gegangen und habe mich je nach Jobbeschreibung passend fotografiert. Und habe auch bei den Jobbewerbungen gemerkt, dass es viel interaktiver ist. Für die Arbeit habe ich versucht, möglichst breit alle Berufswege mal einzuschlagen oder Arbeitswelten kennenzulernen, damit man nicht nur sieht, diese ganzen neuen Entwicklungen finden nur im Start-up-Bereich statt, sondern auch bei Essenslieferdiensten, bei Lebensmitteldiscountern, aber auch mobilen Büros, wie aber auch Hochschulen. All diese Sachen habe ich dann auch in die tatsächliche ausgestellte Arbeit auch mit reingenommen. Und eigentlich ist es bei mir immer so, dass ich die Fotografie selten als einzelnes Bild zeige, sondern es eher als Ausgangspunkt nehme und über den Bildrand hinaus für den Raum erweitere. Hier ist es jetzt eine Mischung zwischen Collagen, eine Videoarbeit und dass die Besucher und Besucherinnen selbst auch aktiv werden müssen. Sie müssen sich ein bisschen einlassen und sich hinlegen und die Videoarbeit zu sehen. Und das ist eine Mischung zwischen, einmal soll es gemütlich sein, aber es ist auch eine leichte Bedrohung, weil der Monitor eigentlich schon fast so nah ist. In der Videoarbeit From Me to We sieht man das Bildmaterial, was entstanden ist, während ich aktiv bei Teambuilding-Events teilgenommen habe, und das geht von Schlamm, Parcours, Hürdenläufe, wie aber auch Bobble-Ball-Soccer oder aber auch einfach, wie ich Zeit in Coworking-Spaces verbracht habe. Wenn die Besucher und Besucherinnen sich auf die Liege begeben, dann sind sie ein Teil einer Onboarding-Session, die zur Einführung in ein neues Unternehmen gedacht ist. Das wird aber kombiniert mit einer Entspannungsübung, die noch die Philosophien des Unternehmens noch mehr vertiefen sollen. Die Elemente hier im Raum sind alles Anlehnungen aus den Materialien, die mir begegnet sind in den Arbeitswelten. Zum Beispiel die Collagen, worauf das Obst zu sehen ist, das gerade kurz nach Ausbruch der Pandemie an verschiedene Mitarbeiter geschickt wurde, dass sie auch zu Hause motiviert bleiben und auch sich nicht alleine fühlen, sondern dass die Firma an sie denkt. Und ich finde es ganz gut, dass dort sich dieses gebrandete Obst sich so mit den heimischen Sachen oder ein Brett oder wie auch ein Kabel zusammen verbindet.